Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Business-Fragen kompetent und verständlich beantwortet. Mein Name ist Daniel Neurather und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Fragestellung, was beschreibt der Begriff Marktwandel? Unter dem Begriff Marktwandel wird die Veränderung des Marktes, also Weg von einem Verkäufermarkt hin zu einem Käufermarkt verstanden. Dieser Wandel führt auch dazu, dass die Bedeutung des Marketings stark zugenommen hat und auch in Zukunft weiter an Bedeutsamkeit gewinnen wird. Bis weit in die 1960er Jahre hinein war Deutschland durch einen Verkäufermarkt geprägt. Im Unterschied zum Käufermarkt übersteigt beim Verkäufermarkt die Nachfrage das Angebot und die Ressourcenbeschaffung sowie die Erweiterung der Produktion stehen im Vordergrund. Durch die wachsende Globalisierung, Industrialisierung, Technisierung, Digitalisierung und auch Automatisierung, einhergehend mit der Verfügbarkeit von mehreren Produktionsfaktoren, wandelt sich der Markt im Weg von einem Verkäufermarkt hin zum Käufermarkt. Heutzutage finden wir Verkäufermärkte nur mehr vereinzelt und zeitlich befristet auftretend vor. Das heißt, heute finden wir eigentlich fast ausschließlich nur mehr Käufermärkte vor. Und diese Käufermärkte zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass das Angebot die Nachfrage übersteigt und der Absatz im Unterschied zum Verkäufermarkt die entscheidende Rolle spielt. Als Fazit kann man festhalten, in Zeiten von Käufermärkten ist es unumgänglich, dass sich Unternehmen intensiv mit der Konsumentenverhaltensforschung beschäftigen und dem Marketing eine sehr große Bedeutung zuordnen. Ja, und somit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Wenn Ihnen unsere YouTube-Videos gefallen, dann freuen wir uns, wenn Sie unseren YouTube-Kanal Business Fragen abonnieren. Vielen Dank fürs Zusehen.